Oh Gott, jetzt wird's nochmal blöd. Jetzt muss ich schießen. Ganz viel schießen. Auch noch nach Erste Hilfe suchen. Barack Obama Stadt. Ah, das geht nicht, okay. Dafür bin ich zu tot, als dass ich darüber hupfen kann. Vielleicht sind Vorräte an Bord. Nein. Oh, das tut weh. Das wollte ich dir eigentlich jetzt gar nicht antun. Sorry. Oh, der Gestank. Wo ist der alte Mann? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Oh, nö. Ich weiß, du bist mit ihm getürmt. Bitte. Ich weiß. Nein. Oh Gott. Was zum Teufel ist da drin los? Du Somalier, du bist total durchgedreht. Schon wieder? Irgendwas von dem alten Mann? Nein, er ist hart auf, aber er kommt nicht rein. Was ist mit den anderen? Wir haben sie in die Höhle gesperrt. Ich verstehe es nicht. Warum lässt Vater Matthias hier liegen? Wegen des Mädchens. Sie wollten sie retten. Matthias will sie vielleicht als Druckmittel einsetzen. Verdammt. Ich hoffe... Oh Mann. Wieder ein Gebiet, wo mal alles... Kann ich hier... Ah, nee, das werde ich nicht schaffen, glaube ich. Dafür bin ich nicht gut genug, um den zu headshotten. Ellie und Abby? Ach, Quatsch! Lara Doft. Ach, muss gar kein Headshot sein. Sehr gut. Ich brauche Hilfe. Versuch sie zu umgehen. Das kriege ich hin. Angriff. Plünder den doch! Immer dieses... Gut, dass ich erst töte und dann in Fallen reinlaufe. Ist praktisch. Yay! Damit kann ich das Gewehr jetzt verbessern. Oh, die Arme. Zu schmerzhaft. Oh nein, wir brauchen unbedingt ein Medipack, Medipack, wir brauchen ein Medipack. Oh oh, aua, aua, aua.
Bergungsgut liegt doch hier und dort und überall. Riri, danke fürs Folgen. Aua, 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 what the fuck? Was? War das denn? Was zum Teufel war das? Eindringling! Einfach blind in der Gegend rumschießen hier. So, einer muss noch da sein. So, jetzt ist hier Ruhe. Texas Chainsaw Massacre, der Originale. Ist doch gut. Endlich mal eine Frau, die schreit, wenn du kacken bist. Freu dich doch. Puff, puff, Pimmelbärt. Aua. Gute Nacht, Steven. Scheiße. Ich schrei beim Kacken. Aua, 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 aua. Jetzt ist sie wieder topfit, weißt du? Brennt den Pfeil reinstechen und topfit. Roth, hörst du mich? Warum denn nicht? Manchmal ist es halt anstrengend und schmerzhaft. Lara, bist du okay? Ja. Kacken kann auch mal wehtun. Es geht mir gut, Roth. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Die Blutung stillen. Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße. Ah, geil. Der nervt mich, unfassbar nervt er mich.
Mann, zünd die... Ah ja, geht doch. Es geht in der Ofen. Ah, du... Was ist das? Ja, Alter! Was? Läuft bei mir. Pam, 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 pam. Sturmgewehr. Ding, 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 ding. Warum kann ich dahin? Das war eine wilde Schießerei. Hier wusste ich doch, dass da was liegt. 15 Stück. Ah, wieder so viele. Hoje. Danke für die zwei Gartenzwerge. In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz, eine Art Frühform des Geldbeutels. Da ist noch was. Oh, es gibt dann auch bald eine neue Stoßflinte. Da hinten irgendwo. Ein nukleares Waffen. Oh, komm, das ist ein scheiß Busch, Mann. Kann man doch einfach mal durchkrabbeln. Lara Croft, wir schießen den Weg frei.
Volksbanken, Raiffeisenbanken. Was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn gute Frage. Wenn ich irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt er eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann töten wir gemeinsam Hallo Sandra. Einen von diesen irren Hurensöhnen. Es wird sein wie früher. Gute Nacht, Betty. Nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Haben beide ihren Charme. Uncharted oder Tomb Raider ist beides geil. Sehr schwierige Frage, ehrlich gesagt. Hä? Falsche Richtung. Ausgerastet? Nee, gar nicht. Wieso denn ausrasten? Also von der Action her bin ich schon ein paar Mal ausgerastet, aber du meinst wegen der Schwierigkeit, oder? Also wenn man Uncharted nicht gerade auf höchster Schwierigkeit spielt, ist es ja sehr machbar. Wir räumen den alten Palast frei und beginnen bald mit dem Bau einer Stadt. Ich gehe jetzt dann auch gleich, ich bin tatsächlich auch ziemlich kaputt. Die Japaner haben hier vor Jahren ein Frachttransportsystem errichtet, das wir instand gesetzt haben. Matthias sagt, wir bauen zu Ehren der Sonnenkönigin, wie bei einem antiken ägyptischen Monument. Aber mir ist klar, was wirklich vorgeht. Matthias schindet Zeit. Das gewaltige Projekt soll alle nur beschäftigen. Trotz der Rituale, der Stürme und der Hinrichtungen werden sie sich irgendwann gegen ihn auflehnen. Und wenn das geschieht, bin ich bereit, das Kommando zu übernehmen. Ich überlege gerade, wann. Gute Frage, ehrlich gesagt. Spätestens um 11, denke ich. Gewehr. Schon wieder? Habe ich nicht gerade erst Gewehr vervollständigt? Gute Nacht, Zocki. Ich bin der Zocki. Gute Nacht, Finn. Das könnte aus der Yuan-Dynastie sein. Ah, stimmt. Das war gegen Ende, ja. Da habe ich mich, glaube ich, schon ein paar Mal aufgeregt. Aber es hielt sich in Grenzen. Es ging schon mal schlimmer. Oh, warte. Es ist eine Fälschung. Made in China. Die Chinesen fälschen einfach alles. Und das für ein Symbol hier. Aua! Ich sehe nichts von dem ganzen Leichen hier.
Schlimm, ey. Schlimm, schlimm. Wir dürfen den Altar warten. Warum noch nicht? Eine Opferung. Wir wollten den Altar nicht beschädigen. Was treibt sie bloß dazu? Ja, der Matthias. Matthias. Irgendwo ist hier ein Grab, hieß es. Vermutlich irgendwo da oben. I. Mein Tag, mein Tag hat aus reiner Kopfwehzeit bestanden heute. So, ich glaube, das Grab mache ich noch und dann mache ich für heute Feierabend. Ich weiß nicht, ob es jetzt, ob es nur das Wetter ist oder. Aha. Komme ich da runter, ohne zu sterben? Yay! Aber Wetter war heute auch scheiße. Den ganzen Tag wieder nur Regen. Der das ausbaden muss, ist am Ende meistens der Bubi, weil ich dann nicht so lange Gassi gehe mit ihm. Warum kann ich hier so... Warum kann ich hier so Dinger werfen? Merkwürdig, sehr verdächtig. Da ist auch nochmal sowas. Nein, tu das nicht. Nee. Hat die das drüber geschmissen, die alte? Braucht es fürs Gewicht, oder? Das ist der Plan davon. Was immer eins meiner Bein macht, hängt es von einem Netz. Kann es nicht, es ist ein Schwein. Pass auf, es ist ein Spider-Schwein. Ich habe das verstanden. Niemand ärgert mich. Ich weiß nicht, was sie meint. Aua, das war mein Kopf. Ich dachte eigentlich, das Ding fährt jetzt wieder hoch, wenn ich... schnell sein. Schnell sein.
Und nochmal schnell sein. Oh! Seltsam. Die Solari entweihen diese alten Ruinen und nutzen sie selbst als Verlierungsstelle. Bin noch da, ja. Oh, das war ja einfach. Jetzt kann ich alles sehen, glaube ich, oder? Die Reliquien kann ich alle sehen. Sehr gut. Alles klar. Zweimal. Zwei Level noch. Also insgesamt drei. Und dann habe ich endlich den Schmarrn, dass ich alles... Wieso bist du gefrustet? Was los? Dass ich endlich alles auf der Karte sehen kann. Ich habe hier voll viel vergessen. Give please Yoshi. Oh je. Geht die Firma etwa pleite? Da muss man Daumen drücken, ja. Eine Jadefigur aus der Ming-Dynastie. Aber die hier sieht echt aus. Nein, lass es doch mal. So. Manche von denen sind schon immer leicht zu finden, wenn man weiß, man muss das einfach nur aufschießen. Okay, jetzt muss ich noch irgendwie in das Gebäude darüber. Da ist was zum Aufschießen. Ist nichts, oder was? Wieso habe ich das denn dann aufgeschossen?
normalerweise aus lackiertem Holz, aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Dieser Inro riecht innen nach Tabak. Vielleicht so etwas wie ein altes Zigarettenetui. War das jetzt gerade für eine Musik? Warum war da Musik? Da oben. Hey, das war nicht der Plan. Vielleicht können wir sie umgehen. Alles klar. Oha. Wo kommen die denn her? Ah ja, hier. Wo ist er denn? Hä? Matthias lässt uns nach starken Männern für die Bruderschaft suchen. Klug sollen sie nicht sein. Sie sollen nur Befehle befolgen und arbeiten. Wer Fragen stellt oder sich weigert, wird sofort getötet. Und über die Frauen entscheidet Matthias. Die meisten werden den dunklen Wesen geopfert. Einige für das Ritual ausgewählt. Wir machen bei der Krankenzeremonie mit. Einige Brüder glauben langsam sogar daran. Etwas kontrolliert diese Stürme rund um die verfluchte Insel und lässt uns nicht fort. Vater Matthias redet angeblich damit. Mit ihr. Diesem Geist der Sonnenkönigin oder so. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber ich tue alles, um zu überleben. Mach das. Ich eigentlich auch. Weil er wirklich so groß ist, wie ich sagen soll. Was? Anonymous? Ja. Hä? Mein Penis! Mein Penis ist riesig! Das stimmt. Aber muss ich nicht eigentlich Geld zahlen, damit das gesagt wird? Auf jeden Fall vielen lieben Dank für 5 Euro und einen Cent. Hui! Edeka. Darf man bestimmt nicht fragen, oder? Es ist bestimmt geheim. Oder es ist ein eigener Laden, so. Bewegung, los! Aha. Hoppala, hallo.
töten! Alter, was? Was? Siehst du ein Mädchen? Das Mädchen macht uns hier gerade fertig. Immer drauf, sie kann uns... Mein Headset ist gleich kaputt. Alter! Bruder. Oh, stirb doch nicht immer sofort. Blöde Kuh. Siehst du ein Mädchen? Das Mädchen macht uns hier gerade fertig. Immer drauf. Ruhe! Ruhe! So, und jetzt sammle ich euren Scheißdreck ein. Hahaha, Idioten! Interessant, wie viel Munition hier noch gelegen hätte. Neues Lager entdeckt. Highway to Hell. Infiltrieren Sie den Palast. Sagt sie gar nichts. So, jetzt hat er, glaube ich, auch gerade gespeichert.